So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode Half-Life 1, beziehungsweise, ja, Half-Life 1. Beim letzten Mal wurden wir ja ziemlich grausam weggehauen, sag ich mal, von so einem Raketenwerfer. Ich wusste gar nicht, dass das Ding jetzt um die Ecke kommt, aber diesmal weiß ich ja. Jetzt um die Ecke müsste ja schon kommen, der Raketenwerfer. Hier ducke ich mich einfach mal. Mal sehen, ob das was bringt. Müsste ja rein theoretisch was bringen, dass ich mich einfach... Dass ich mich einfach wegducke. So, und dann bleibe ich hier nämlich stehen bei den Kunden hier. Schön, dass er nicht auf mich schießt. Das ist wunderbar. Und, ja, die Wand hat einen Schaden gelitten, wir nicht. Aber vorher, was heißt wir nicht? Wir haben schon vorher einen Schaden gelitten. Von daher juckt das nicht wirklich. So, mal schauen dann. Was wir... Ja. Wie mache ich das jetzt? Gibt es einen Strom? Ach, ich muss dann einfach... Am besten jetzt hier so durch. Au! Nochmal, nicht au. Okay. Geht es jetzt weiter geradeaus oder... Nee, da, oh, da wollte ich doch gar nicht. Also muss ich dann den Pfeil umdrehen, da ich sonst... Wartet mal, ich steig mal... Ja, ich steig nirgendwo hin, wie es aussieht. Ich werde hier wohl umgebracht, Mensch. So ein Kack. Oh ja, schön. fangen wir wieder von hier an, ne? Laufen wir dann wieder hier lang. Eigentlich könnte ich hier dann auch wieder... Hier übrigens zeige ich euch mal kurz... Wenn wir einmal hier sind, zeige ich euch das kurz. Keine Angst, es geht gleich weiter, wo wir gerade waren. Ich zeige euch das mal. Ey, los! Spring! So. Ich hätte hier einfach drauf gemusst. Ich habe ja die ganzen Kisten immer dahin geschmissen. Anstatt ich einfach auf das Ding hier drauf gehe, zack, bam, paff. Springe runter, ducke mich, bam. Bin ich auch da. Hätte ich damals machen können. Habe ich nicht gemacht. Und jetzt gehe ich erstmal wieder auf den Schnellspeicher. Aus Spiel laden. Und überspeichere da mal den ganz alten Speicherstand hier. Wartet auf den Schienen. Kommt jetzt daher, da ich den Steam Community Account eigentlich jetzt zu meinem richtigen Steam Account gemacht habe. Ne? Ich hab mir gedacht, scheiß drauf. Steam Community Account oder normaler Account ist eh kein großer Unterschied. Alles jetzt nochmal auf Vordermann gebracht. Den ganzen Steam gelöscht. Ich weiß gerade nicht warum. Der Sinn fällt mir gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall die ganzen Speicherstände nochmal gesaved. Und übrigens Cry of Fear, dazu kann ich noch was sagen. Oder vielleicht habt ihr schon gesehen, Cry of Fear geht jetzt auch auf Deutsch. Beziehungsweise mein Steam ist endlich auf Deutsch. Und Cry of Fear speichert trotzdem ab. So, jetzt müsste ich hier mal anhalten. Weil sonst, Fridolin freut sich da sonst, wenn er mich töten kann. Und die Chance wollen wir Fridolin einfach nicht geben. Tja. Mal sehen, ob wir jetzt, soweit ich das gesehen habe, oder soweit ich das beurteilen kann, sind wir ziemlich gar nicht mal so schlecht. Ziemlich gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist Deutsch. Wir müssten bald an der Oberfläche sein. Rein theoretisch. So, was denn hier los? Muss ich da jetzt... Ich fahre lieber nicht, weil... ich denke mal, da geht's... Ja, da geht's etwas tief runter und... Da will... Doch, da geht's ja... Hä? Hä? Ich fahre mal runter. Haha, geht nicht. Geht nicht, also muss ich runterlaufen. Ist das bestimmt so jetzt, dass ich hier runterlaufen muss? Vielleicht gibt es auch einen Hebel, damit ich die Plattform... Haha, seid ihr witzig. Wartet mal, schieße ich erst... Ah, wie soll ich denn das... Ich wollte gerade fragen, wie ich das machen soll. Die Geschütze... Sind auch weg. Ach, du auch noch. Mensch. Könnt ihr nicht so aussehen wie eure Brüder und Schwestern in Black Mesa? Wir sind nicht ganz so hässlich aus wie ihr. Aber auch nicht schön.
So voller Energie haben wir wieder getankt. Wunderbar. Die Teile hier dürfen wir, wenn es geht, nicht berühren, ne? Das ist nicht so schön. Ei, das dürfen wir aber auch nicht probieren hier. So, irgendwo sind ja wieder solche Dreckfressen irgendwo. Habe ich hier noch Munition für? Jawohl. Ah, Mann. Ja, bist du Hacke. Mann, was soll denn das? Naja, ist nicht ganz schlimm. Laufe ich jetzt einfach weiter hier. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier davor geschossen. Ach, wunderbar. Ich bin heute mal wieder diese Woche total in Hektik verfallen. Denn, meine lieben Freunde, ich habe heute viel habe ich diese Woche, dieses Wochenende zu tun. Viel für die Schule. Unter anderem noch was für ein Video machen. Also Video für die Schule. Das ist auch ziemlich wichtig. Dann eigentlich hier meine Let's Plays würde ich ja jede Woche machen. Die fallen auch nicht aus. Das würde ich. Nee, das ist im aller. Also da muss wirklich schon mal Schlimmes passieren, wenn die Let's Plays wirklich mal ausfallen sollten eine Woche. Würde ich nicht machen. Deswegen gehen die ja auch weiter. Und ja, dann halt noch am Montag. Also ihr müsst ja ein bisschen berücksichtigen. Ah, er ist tot. Wunderbar. Wunderbar. Nee, ihr müsst ja berücksichtigen, dass ich das jetzt alles am Wochenende aufnehme und ihr das erst später seht. Aber am Montag, der jetzt war, da haben wir oder hatten wir jetzt etwas Schönes auf für Deutsch, kann ich euch ja sagen. Ich bin ja noch Schüler. Was Wunderschönes hatten wir da auf für den Deutschunterricht. Eine Interpretation, meine Freunde. Und versucht mal eine Interpretation mit 1000 Wörtern zu schreiben. 800 bis 1000 Wörter. Dann noch was für den Unterricht, videomäßig. Und dann noch die Let's Plays. Mensch, das ist so ein wunderbares Wochenende, was ich hier habe. Where is... Okay, sind wir jetzt... Wir sind, wie es aussieht, so gut wie an der Oberfläche. Ah, wenn ich jetzt mal noch die richtige Knarre hätte. So, jetzt hatte ich die richtige Knarre. Geht's hier jetzt raus, oder? Also ich sehe schon mal Luft. Das ist wunderschön. So, Energie habe ich auch wieder. Hier können wir einfach aufdrücken, denke ich mal. Daten werden geladen. Und wunderbar. Hier in der Mitte kann ich mich schön verstecken. Naja, das mit dem Verstecken war dann doch nicht so. Werfe hier mal ein paar Granaten hin. Oder lassen die mir... Nee, die lassen mir nicht so viel Zeit. Die lassen mir gar keine Zeit. Was soll denn das? Wie soll ich denn wieder klarkommen hier? Na schön, müssen wir ein bisschen umdenken. Auch nur ein bisschen. Nee, schlechte Taktik. Ganz schlechte Taktik. Ganz schlechte Taktik. Braucht gar nicht erst anfangen mit so einer Taktik. Ja, jetzt bombe ich mich schon selber weg. Wunderbar. Super. Einfach sensationell. Geil. Was wollt ihr denn? Ach ja, oder ich... Ah, da hinten ist ein Autogeschütz. Vielleicht geht das einfach mal besuchen. Einfach mal rumballern. Nee, das klappt auch nicht so, wie ich das will. Ich darf alles nicht so, wie ich will. Mensch, was wird denn das? Was mache ich da jetzt? Putze, Katze, Zitze, Katze, Putze. Au. Dum, dunkel, dum, dum, dunkel. Dum, dunkel, dum, dum, dunkel. Putze, Katze, Zitze, Katze,
Zitze, Katze, Zitze, Katze, dum, dunke, dum, dum, dunke, dum, dunke, dum, dum, dunke, Putze, Katze, Zitze, Katze, Putze, Scheiße. Ah, kann ja auch zurückgehen. Ihr fetten Hobbits. Mit habt ihr nicht gerechnet, dass der Freeman einfach zurückgehen kann. Denn jetzt gehe ich erstmal hier an mein Sicherheitsdingens-Kirchengerät. Ne, ich gehe erstmal nehme ich die Brechstange, schlag das kaputt. Freue mich, dass da nichts drin ist. Springe hier rüber, verliere nochmal ein bisschen Leben. Und lad mich dann hier auf, um zu merken. Ihr kennt mich mal. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Ne, die brauche ich ja für die. Da behalte ich die lieber, die Munition und... Ach, was wird denn das? Ne, das... Ach, leck mich. Hier, Spiel laden, Schnellspeicher. Wunderbar, sensationell. Ja, mit der Knarre wird das nichts. Die ist auf Distanz sehr kacke. Die ist auch so... Ne, die ist... Die könnte... wenn ich jetzt treffen würde. Warte mal, ich kann doch auch sowas. Ha! Wunderbar! Habt ihr nicht mit gerechnet. Hier zur Sicherheit. Ja... Wäre schön, wenn ich mich nicht selber... Schenke ich einfach mal, Jungs. Macht was draus. Ich vermute mal, dass das Dynamit losgeht, sobald ich... Da davor irgendwie... Also es ist doch nicht der schlauste... Ah, mal gucken. Ich hole mir erstmal das Medipack von da hinten. So... Und dann gucke ich, wie ich das Dynamit wegbekomme, nachdem ich schnell gespeichert habe. So. Jungs hier, das ist eine Sache. Eine Sache zwischen dir und mir. Und mir. Und dir. Das ist nicht gerade gut, was ich hier mache. Das ist... Oh! Sogar sehr schlecht. Ja, mal gucken. Putze, Katze, Zitze, Katze, Putze, Katze, Zitze. Ich hätte ja so eine Idee. Nee, war nicht unbedingt schlau. War nicht schlau. Überhaupt nicht, nein. Scheiße. Eine schlechte Idee. Einfach schlecht. Also da kann ich mich auch nicht reinstehen. So, jetzt versuche ich mal einen Move zu machen. Könnt ihr... Alle nur von Träumen von diesem Move, ne? Das war der Super-Move. Hallo, ist hier noch jemand? Ja. Was denn jetzt? Nichts Schönes. Doch, eine Rakete. Eine Rakete. Lass mich raus hier. Sofort. Warum hebt die ohne mich ab? Welchen Sinn macht das, dass die Rakete jetzt ohne mich losfährt? Oder losfliegt in diesem Sinne? Was soll denn das? Hallo, Rakete. Putze Katze. Wo bist du? Hä? Verstehe ich nicht. Durch Fenster kann ich noch nicht krauchen. Schade. Ach, hier ist Raketenzentrum oder was? Naja, soll mir egal sein, ob die tot sind. Ich lebe noch. Von daher ist das super, super schön. Ja, eure Computer bringen mir hier jetzt an der Stelle auch nichts. Aber was? Ah, es ist... Schon mal Musik hier in meinen Ohren, was hier. Es kommt schon mal Musik, das ist super. Vielleicht bedeutet das was Gutes.
Haha. Ich dachte, ich kann da jetzt reinspringen oder so. Was bringt mir die Musik jetzt? Was bringt mir das alles jetzt? Was hat mir die Aktion jetzt gebracht? Mal schauen. Erstmal wieder mal einen riskanten Move. Ja, der ist in der Tat riskant, aber soll mich nicht stören, denn ich bin sowieso wieder hier. Ich muss mich vielleicht reinhacken oder so. Hier reinstellen, wäre auch nicht schlecht. Ach, ich habe wieder keine Ahnung. Hallo? Bedienungsanleitung oder sowas. Ja, kann ich auch nicht lang. Hier ist sowieso nichts. Hier ist eine Wand. Hier ist ein Computer. Hier ist nochmal der Button, den ich allerdings nicht drücken kann. Ah. Ich hätte da so eine Idee. Ich hätte da so eine schöne Idee, was wir machen könnten. Ja, das war Idee Nummer 1. Da hatte ich einfach mal Lust drauf. Das, der Taliban steckt in jedem von uns. Über 50 Millionen Leute in Deutschland wissen noch nicht von den Taliban in sich. Helfen Sie mit und unterstützen Sie die Organisation Taliban in uns oder so. Nee, natürlich Schwachsinn. Natürlich Schwachsinn. Taliban sind nicht schön. Das habe ich mir mal sagen lassen. Hallo? Ich laufe hier mal durch. Vielleicht hat sich hier jetzt in der Zeit was geändert. Ja, tatsächlich hat sich was geändert. Medizinische Versorgung nötig. Was ist denn jetzt kaputt? So muss ich. Ah, ich komme dann im Prinzip da. Aua. Dahin und muss da mit der Bahn hinkrossen. Ja, super, dann weiß ich gleich mal, wo ich hin muss. Dann geht's weiter jetzt hier.